Tipps und Tricks von Experten von RE/MAX rund um den Kauf und Verkauf von Immobilien. Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, nämlich eine Madame Maklerin, Trudi Leigener, eine Frau im Business. Meine erste Frau, die ich interviewen darf. Ist das eher eine Seltenheit? Warum? Also eher eine Seltenheit ist es nicht. Schweizweit gibt es eine Häufe Frauen. Und hier im Oberwallis bin ich tatsächlich die Einzige. Warum, weiss ich eigentlich auch nicht. Wahrscheinlich haben alle anderen verschüttet. Aber es ist wirklich so, seit wir jetzt das RE/MAX im Oberwallis haben, bin ich die Einzige. Wir haben zwischenzeitlich einmal gehabt. Und die haben sich dann wieder für etwas anderes entschlossen. Und ich bin eigentlich nach wie vor mit Freude da dabei. Du bist lange schon dabei. Ist das damals dein Traumberuf gewesen, wenn du angefangen hast? Also ganz sicher nicht. Okay. Weil damals hat man eigentlich, die Makler hat es hier im Oberwallis noch nie so gegeben. Und ich bin wirklich eigentlich durch Zufall zu dem RE/MAX-Team gestoßen. Aber mittlerweile, nach diesen Häufen Jahren, als ich dabei bin, muss ich sagen, ich darf tatsächlich jeden Tag einen Traumjob erfüllen. Das ist das schön. Ja, wirklich. Wow. Was ist es denn, was dich so fasziniert? Also auf einer Seite natürlich, du lernst unwahrscheinlich viele interessante, spannende Menschen kennen. Und nachher ist das Wohnen halt etwas, was ich persönlich sehr gerne habe. Und dann ist es sicher schön im Zusammenhang mit der Architektur, dass man mit diesen Leuten etwas planen kann. Mhm. Ich gehe viele mit den Leuten auslesen, die Küche, die Bäder. Und das sind einfach spannende Geschichten. Mhm. Man sieht dir das auch. Ja, ich bin tatsächlich. Das ist dein Element, absolut. Das ist mein Element. Und das ist die Wirklichkeit, da wo ich denke, oh, jetzt schießt mir das an. Ah, das ist schön. Das Thema, das wir heute haben, das passt ja euch zu einer Freude. Es ist auch ein bisschen emotional. Und zwar reden wir über die Schlüsselübergabe, der goldige Moment, kann man sagen, der epische Moment. Spürt man da als Makler die Emotionen vom Käufer und Verkäufer bei der Übergabe? Das kommt immer ein bisschen auf das Objekt drauf an. Also wenn wir hier im Wohnungsbau, sagen wir mal hier vor Ort, dann spürt man das sicher. Weil da eben, wie ich es schon gesagt habe, ich habe da die Leute oft begleiten, schon von der Planungsphase. Und dann fiebert man tatsächlich mit denen mit. Und vielfach haben wir ja auch junge Leute, die sich so einen Träumchen erfüllen können. Und gerade letztens hatte ich ein Paarli und die haben gesagt, jetzt haben wir anderthalb Jahre gebordet. Wir freuen uns so auf die Schlüsselübergabe. Und das sind dann schon sehr emotionale Momente. Wie tust du dich vorbereiten, jetzt gerade auf den Käufer, aber auch auf den Verkäufer für den goldenen Moment? Gut, das kommt auch hier wieder ein bisschen auf das Objekt drauf an. Also sagen wir jetzt einmal, für den Käufer, da schaut man sicher, gibt es ein kleines Präsent. Aha. Und je nachdem, ja, Macht man das so für den Verkäufer? Ist das, also jetzt ein Champagner oder so? Ja. Okay. Das ist ja so. Ich habe gerade letzte Woche, vorgestern, mit einer Käuferin auf der Terrasse ein Glas Champagner getrunken. Und für den Verkäufer sind es dann eher so die administrativen Sachen. Aha. Also, dass man je nachdem der Strom abmeldet oder man nimmt Kontakt auf mit der Verwaltung und man lässt dann so eine Abrechnung machen. Und das sind eigentlich so die Sachen, oder wenn es so Ferienobjekte oder so sind, dass man vielleicht noch einmal behilflich ist mit einer Wohnungsräumung oder eine Wohnung putzen. Okay. Und dann nach der Schlüsselübergabe, also für den Käufer, macht man dann etwas oder ist es dann quasi abgeschlossen? Das kommt darauf an. Also ich bin ja vor allem hier in Brieg tätig und dann hat man ja viele Leute, die eine Wohnung hier in Brieg gekauft haben. Und von daher sieht man die Leute dann aber immer wieder mal auf der Straße und hat so Zeit für einen kleinen Schwatz. Aber an und für sich, je nachdem,
bleibt da sonst nicht viel. Das kommt einfach, es kommt einfach uns ein bisschen darauf an, von wo, oder wo man das, wo man jetzt eine Wohnung gerade verkauft hat. Für einen Käufer von der Ferienliegenschaft sieht es unter Umständen ein bisschen anders aus. Weil da haben wir oftmals so, dass die Leute gar etwas umbauen. Und dann sind sie sicher sehr dankbar, wenn man da behilflich ist. Vielleicht geht man mit der Empfehlung von einem Architekt oder mit Handwerker vor Ort, was man ihnen empfehlen kann. Und dass man sie da so in der Hinsicht ein bisschen begleiten kann. Also dann ist es eigentlich sehr, sehr unterschiedlich auf die Art und Weise des Objekts. Und dass man das unter Umständen kann das noch weitergehen, kann man dann noch mal dienen. Unter Umständen ist das eigentlich einfach abgeschlossen. Ja, das, das ist definitiv so. Das ist, macht wirklich, das kommt wirklich ein bisschen darauf an, weil wir halt hier schon, eben einerseits haben wir den Wohnungsbau und auf der anderen Seite sind halt so die Ferienobjekte. Und da gibt es schon Unterschiede. Jetzt haben wir es gehört, dass du schon lange im Business bist. Wie nimmst du die Veränderung wahr von den Kunden, sprich vom Käufer und Verkäufer, die sich über die Jahre verändert? Also die Bedürfnisse? Oder die Bedürfnisse, also wie, ich muss es so sagen, verändern die Geschichte über die Jahre, man kommt halt einfach anspruchsvoller. Aha. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Trend, der halt mit der ganzen Zeit mitgeht. Wir kommen in allem ein bisschen anspruchsvoller. Oder wir haben ja hier auch die Gelegenheit, anspruchsvoller zu kommen. Und das ist sicher ein bisschen ein Trend. Und was man euch sagen muss, es gibt heute verleichtert mehr Experten oder die Leute haben das Gefühl, sie sind für alles Experten. Und das ist sicher so ein bisschen ein Trend, was man jetzt vor 20 Jahren verleichtert ein bisschen weniger hatte. Also das ist jetzt mehr sagen, ich weiß schon, wie das geht, oder ich habe das Vertrauen und das zu überlassen, dass man das koordiniert. Das ist halt so. Also die Leute sind einfach allgemein, wollen euch viel mehr mitreden. Das ist, also jetzt gerade, eben, mit dem Wohnungsbau merkt man, da ist die Tendenz sehr stark. Aha. Also wenn wir ein Objekt von 10, 15 Wohnungen haben, da gibt es nicht einfach irgendeinen Standort. Aha. Da gibt es einfach 15 ganz individuelle Wohnungen. Ja. Und das war vor 20 Jahren noch weniger. Ja. Dann hat man einfach einmal geplant, hat ausgebaut und das sind die Leute eigentlich mehr oder weniger so mit dem zufrieden gewesen. Das gibt es heute definitiv nicht mehr. Ja, das hört man viel. Ich kann schon den Boden auslesen oder das Boot und so das weiter. Das ist so. Und wenn man mitbestimmen kann. Das ist definitiv so. Ja. Merci vielmals, Trudi. Sehr spannende Ausführungen, die du uns da gegeben hast. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen für euch. Wenn ihr jetzt eine Frage habt, zu eurer Wohnung, zu eurer Immobilie, zum Käufer, Verkauf, die hier nicht beantwortet ist, wenn ihr gerne würdet wissen, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info@remax-oberwallis.ch mit dem Stichwort TV-Ratgeber. Eure persönliche Frage, eure Anliegen schreiben. Am Schluss dieser Serie werden die Experten für Remax die nämlich beantworten. Oder miteinander.